Was macht ihr da? Die Kunel-Trau lauern überall. Die bringen euch um, sobald sie euch sehen. Macht mich los. Zusammen haben wir vielleicht eine Chance. Das sehen wir gleich. Ich kümmere mich darum. Oh, wenn die sich gegenseitig heilen, das ist ja echt nicht mehr einfach. Ey. Sind die zu dritt? Ernsthaft? Die sind zu dritt? Sind jetzt echt zu dritt am Heilen. Ja, wird's noch gehen, oder? Damit haben wir so ein dezentes Problem. Ich kann gar nicht so schnell schlagen, wie der wieder geheilt wird. Und dann kommt der nächste Depp daher. 17 Mare. Vielleicht kann ich den sprengen hier. Vielleicht kann ich den so ein bisschen von der Kuppel wegsprengen. Komm, schleich dich. Geh weg da. Sehr gut. Okay, damit ist einer weg. Machen wir dem anderen jetzt auch. Den springen wir jetzt auch weg von der Gruppe. So. Komm schon. Na, komm, trau dich halt. Ja, genau, selber zu holen. Ist klar. Attacke. Zu mir. Einen Moment, Hübscher. Hübscher? Na? Ah. Nicht nett. Okay, nochmal so ein Ding hier oben. Wir müssen mal wieder wegbringen hier von der Gruppe. Schrüllchen, könntest du mal mir helfen? Oh. Okay, kann ich nicht. Ja, es hätte ja auch einfach sein können, ne? Oh, wir haben nicht genug Power. Nicht genug Power. Jetzt geht's wieder, sehr schön. Hier wegbringen. Schrüllchen, kannst du mich heilen? Das ist schlecht. Das ist schlecht. Kannst du fliegen? Die Energie tanken? Das ist vielleicht ganz schön nervig. Wahrscheinlich bringt das jetzt hier gerade gar nichts, was wir hier machen. So, kann ich? Ja. Die zieht halt durchs Heilen auch ganz schön aggro. Ich werde euch verzaubern. Okay. So, jetzt gleich hoch zu dem, nicht lang rumplänkeln. Runtertreiben, runtertreiben, runtertreiben. Was war's das? Ja, cool. Dann hat er jetzt genug. So. Jetzt nicht deine Schrulle kaputt machen. Halt auf, lass den Scheiß. Freundchen, Freundchen, Freundchen. Wird's gehen? Sehr gut. Exzellent. Wer braucht meine Hilfe? Ich. Ich. Willkommen.
Willkommen, Pilgrim bei Biskis Matschem Verdingsbums in die Zukunft. Oh. Wie bitte? Wie? Was? Oh, Moment, ihr seid doch der Barf. Mein Bruder hat mir von euch erzählt. Was hat er doch gleich gesagt? Er meinte der Barf. Hey, Kettel, was macht ihr denn hier? Fnarf ist übrigens auf der Suche nach euch. Fnarf reimt sich auf Barf. Vielleicht sollte ich ein Lied über euch zwei schreiben. Ich habe keine Zeit, eurem wirren Gebrabbel zuzuhören. Könntet ihr mich vielleicht über den Fluss bringen? Den Barf über den Fluss bringen? Das war es. Was war noch gleich der spezielle Barfpreis? Ich bin etwas in Eile und in eurem Zustand könnt ihr mich unmöglich auf die andere Seite bringen. Wie wäre es, wenn ich einfach allein mit eurem Boot übersetze? Das ist leider unmöglich. Der Piski ist zu gefährlich für einen ungeübten Seemann. Wie viel hat mein Bruder von euch verlangt? 10 Silber, glaube ich. Ihr habt ihn ein bisschen gedroht, oder? Möglich. Sehr gut. Das hat er verdient. Ich biete euch denselben Preis. Bereit, den Piski zu überqueren? Brechen wir auf. Na komm. Hoppla hopp, Waldfee. Dann wollen wir mal mit dem See ins Boot stechen. Wisst ihr, als Kapitän dieses Schiffes könnte ich euch zwei beiden Hübschen trauen, wenn ihr das wünscht. So, da wären wir auch schon. Vorsicht beim Aussteigen. Geratet auf den Planken, nicht ins Wanken. Ja, alles klar. Meint ihr jetzt mich und die Schrulle eigentlich? So wegen heiraten und so? Ich stehe auf. Lass du meinen Rocks in Ruhe. Spürst du mein Messer in den Rippen? Schuft. Ja, was kommt jetzt? Oh oh. Das ist so nicht geplant. So, so. Was haben wir denn da? Euch kenne ich nicht. Aber Kettel, mein geheimnistourischer Gefährte, wann haben wir uns wohl das letzte Mal gesehen? Wann war das noch? Ich war auf dem Weg nach Juten und, Oh, wartet. Ich weiß es wieder. Ja, es war, als ihr mir meinen begehrten Besitz entwendet habt. Meinen atemberaubenden Adler-Talisman. Ich war das nicht, Fnarf. Dieser Bettler hier hat ihn gestohlen. Ich wollte ihn gerade zu euch zurückbringen. Was? Da zog er mir eins über, nahm ihn mir ab und fesselte mich. Moment mal. Ich habe das Ding erst in Ketils Haus gefunden, als ich kam, um ihn nach Juten zu bringen. Das potenzielle Problem ist leider, wenn ich euch gehen lasse, halten mich meine frechen Freunde hier für einen Feigling. Sie könnten gar auf den grässlichen Gedanken kommen, diese blutrünstige Bande zu übernehmen. Deswegen werden wir euch auf die Köpfe knüppeln und euren Besitz beschlagnahmen. Nichts Persönliches. Ihr versteht schon. Wenn es etwas gibt, das ich hasse, dann sind das größenwahnsinnige Kunal Trow. Schnell, macht mich los, damit ich kämpfen kann. Den Teufel werde ich tun. Ihr würdet weglaufen. Seid ihr irre, Mann? Macht mich los, sonst bringen sie uns beide um. Also gut, Ketil. Ich vertraue euch. Was machst du? Ach, da war nicht so eine schlechte Entscheidung gewesen zu sein, was? Der macht es ja gerade im Alleingang hier. Ja. Schöne Grüße an den Büttel, Trottel. Nein! Natürlich nutzte Ketil diese Gelegenheit, um zu flüchten. Natürlich. Natürlich.
Und nur? Dann will ich den Rest selbst um die Ohren schlagen hier. Fuck. Ich will den anderen hier ausschalten kurz. Bevor der noch aufmerksam wird. Hey! Ist dumm, meine Schrulle in Ruhe. Ich glaube, dass es dir noch gut geht. Die ist natürlich scheiße jetzt, wenn der Kettel abhaut. Komm jetzt. Ich habe noch was Ekliges zu erledigen. Vorerst werde ich euch am Leben lassen. Aber wenn wir uns in Bälde begegnen, werdet ihr nicht so grandioses Glück haben. Trotz der warmherzigen und einnehmenden Persönlichkeit des Barden liefen die Leute weiter vor ihm weg, als hätte er die Pest. Vielleicht würde er eines Tages merken, dass er Freunde fesseln musste, um sie länger an sich zu binden. Fürs Erste würde es mir schon reichen, wenn ich euch endlich das lose Mundwerk zubinden könnte. Zwar war Fnarf entkommen, aber der Barde wurde das Gefühl nicht los, dass er ihn wiedersehen würde. Das ist doch klar. Diese Dinge laufen doch immer so. Würden die Leute einfach hierbleiben und mannhaft ihre Tracht Prügel einstecken, würde mir das wirklich eine Menge Ärger ersparen. Ist so. Hat er recht. Kluger Barde. Da hinten läuft er. Ah, okay. Noch die Chance, ihn einzuholen, oder? Boah, was ist das hier, Rampage? Ja, geht's doch gut. Ey, dieses Krumpel hier. Schweinchen blockt. Geht's noch? Attacke! Ich kümmere mich darum. Die ist so schön mütterlich. Okay, hier ist er nicht hin. Roxy! Wo ist denn der? Such ihn mal. Such! Wo ist er? Ah, ich glaube, Roxy hat eine Spur. Einen Moment, Hübscher. So. Schweini. Genau. Braucht unbedingt eine bessere Waffe. Ich brauche unbedingt eine bessere Waffe. Haha. Brava, Roxy. Ihr könnt vielleicht weglaufen, Ketil, aber ihr könnt euch nicht verstecken. Ohne diesen räudigen Hund hättet ihr mich nie gefunden. Räudig? Wenn da nicht ein Esel den anderen Langohr schimpft. In eurem Fall könnte es natürlich auch ein ängstliches Häschen sein. Oder gehen wir einfach. Wartet bloß ab! Mein Bruder Shaw wird davon hören und dann zeigt er's euch. Ihr werdet schon sehen. Er kann's nicht haben, wenn Leute sich mit seinem kleinen Bruder anlegen. Haha, absolut nicht. Haltet die Klappe und bleibt aus dem Wind. Mein Hund wird übel von euch. So, Kettel. Jetzt hat. Back mal's Himmel. Wieso hältst du denn den? Ist nicht erlaubt. Kriegt der Dauerschaden oder so? Müssen wir mit Chapnik sprechen? Wo geht's denn jetzt nach Hause? Also da kamen wir her, da hinten, ja. Das sieht doch eher dann noch aus. Haben wir jetzt noch ein Schweinchen? Denn da.
Sehr gut. Hätte ich die Chance gehabt, überhaupt zu siegen, wenn wir jetzt ihn nicht losgeworfen hätten? Komm, oder? Lass mal meinen Hund in Ruhe. Du Schwein. Hey. Die ist nützlich. Er rennt einmal durch. Ne? Keine Rücksicht. Für Pilze zauen? Ich glaub's ja nicht. So. So, Zuhang. Das ist die Feste. Speichern. Speichern ist immer gut. So. Froh, mich zu sehen, Schweinebacke? Noch ein Fluchtversuch und das Flossenvolk bekommt was zu futtern. Kommen wir nun zu meiner Belohnung. Belohnung? Seid froh, dass ich euch nicht ins Gefängnis werfe. Was ist nun mit meiner Belohnung? Verschwindet raus hier! Na toll. Da muss ich hin. Die arme Witwe. Ich habe schlechte Nachrichten. Euer Junge ist tot, ermordet von einem Trow. Oh nein. Sag, dass es nicht wahr ist. Getötet. Ich hoffe, ihr habt meinen Jungen gerecht. Na klar. Es tut mir leid, dass ich euch diese Nachricht überbringen muss. Aber ihr sollt wissen, dass ich jene, die ihn töteten, auf der Stelle niedergemäht habe. Ihr habt meinen Ogern gerecht. Danke. Vielen Dank. Ich wusste, dass ihr ein guter Mann seid. Mögt ihr auf euren weiteren Reisen bei bester Gesundheit sein. Hier, diesen Talisman gab mir Ogan und sagte, er würde mir Glück bringen. Nehmt ihr ihn, bitte. Das ist aber nett. Die Hasenpfote. Wenn wir uns an das Lied erinnern, die hat Ogan ordentlich wirklich Glück gebracht. So. Jetzt... Gibt es doch irgendwo den Schmied? Den Schmied, den Schmied, den Schmied. Lass uns mal schnell darüber laufen. Dann guckt man nämlich mal, da waren doch das mit den. Hi, Kühe schubsen! So. Und ach. Geld, 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 gib, gib, gib. Das Geschäft zieht an und das habe ich sicher nur euch zu verdanken. Mhm. Hier, bitte. 50? Hat viel mehr kaputt gemacht. Hütet. Nee, in die Kirche wollte ich nicht. Kann man sich zwar auch so einige Dinge besorgen, aber das wollte ich nicht. Irgendwo war doch ein Schmied. Jetzt gucken wir mal schnell. Ich brauche unbedingt eine bessere Waffe. Das hältst du ja nicht aus. Entschuldigt bitte. Verzeihung. Tut mir leid. Sorry. Tut mir leid. Mal gucken. Gibt's hier noch was? Nee. Der ist ausgeflogen. Also aufgeflogen und ausgeflogen. Naja. Nope. Was ist hier? Oh, Truhe. Ich hab noch eine Truhe vergessen. Guck mal. Was gibt's hier? Oh, hoppala. Entschuldigung, hallo, Verzeihung, hallo?
Na gut. Hoppla. Was ist hier? Ah ja, das ist die Höhe. Was haben wir noch? Da haben wir noch einen Broch. Oh Gott, heute ist Reintag. Ja, verzeiht mir. Ich glaube nicht. Der Rotz Broch. Nee. Nochmals vielen Dank. Na klar. Junger Mann. Gerne. Seid gegrüßt und herzlich willkommen, des Baden Ruf hab vernommen. Hier seht, es gibt auch anderes Zeug, so schaut euch nur um und ich hoffe es erfreut. Zum einen gibt's hier den Rest der Playlist, dort drüben klickt ihr, falls ihr noch was vermisst. Zu guter Letzt kommt noch das Beste zum Schluss. Ein Abo hier unten, doch das ist ganz klar kein Muss. Es freut mich, dass ihr noch da seid. Wenn schief geht, dann tut es mir sehr leid. Ich weiß, was soll ich nur tun? Wie sonst käme ich je zu Reichtum und Ruhm? Glaubt mir ruhig, schon viel was getan, gebracht hat es nichts, nur ein wenig spontan. Und falls ihr es bis hier echt auskacken habt, dann gebührt euch Respekt, und das ist ein Fakt. Und vielen Dank, es erfreut mich sehr, schaut wieder vorbei, denn bald gibt es noch mehr. Ein Däumchen nach oben, dann gibt's auch einen Kuss. Jetzt wird der Blödsinn aber groß, also ist jetzt mal Schluss.